Hallo, willkommen zur heutigen Sky Factory mit dem Stefan, hallo. Hallo. Alles klar? So. Oh, wo sind die Maschinen hier hin? Ja, Stefan hat umgebaut. Ja, 3, 2, 1. Moa, willkommen in mein Labor. Ein bisschen groß, ein bisschen klein, ich hab's etwas umgebaut. Hier standen ja die Polarizers, die sind jetzt komplett weg, aber da kommt demnächst jetzt was anderes hin. Das sagt, in diesem Bereich hier kommt dann die Erzverarbeitungszentrale, weil der hintere nicht ganz zurechtkommt. Ist ja der Slaughterhouse, ist das Linkshaus. Laser Drill, der läuft ja auch noch nebenbei. Und das ist so gesehen die Erzverarbeitung, aber das wird noch alles vergrößert. Wie nebenbei, der läuft gar nicht. Der läuft. Der läuft nicht. Ich habe noch einen Strom abgestellt, du Lappen. Ach ja. Er würde laufen. Jetzt halt. Läuft er wieder. Genius. Ja, aber... wollen wir den echt laufen lassen? Wie ist das Latte? Mir geht's halt darum, halt Nitterquarz. Ja, dann sind noch weitere Crafting-Monitorung für 4 Stück. Mit jeweils 64K, natürlich. Und, das Spannende, alles 64K Platten und es ist teilweise voll. Die Krabby ist auch fertig. Die hatte mal komplett durchgejagt alles. 10 Millionen an Cobblestone. Dann reicht langsam noch nicht. Ja, wollen wir die wieder losschicken, die Krabby, oder erst, wenn ich die Verarbeitung fertig habe? Ich würde sagen, mach erstmal die Verarbeitung richtig. Und dann jagen wir sie wieder los, weil ich will die dann können wir richtig rüberfahren. Dann ich habe noch eine Ender Pouch, dass ich was System reinschmeißen kann. Erst aus dem Lager rausgenommen, oder? Ne, ich hab nur einen in der Porsche gebaut. Dann liegt meine noch im Lager. Müsste ein Lager liegen. Nee. Ich hab meine gebaut. Meine ist auch weg, egal. Egal. So, was wollte ich? Achso, ich wollte den Farm Tower machen, ne? Dazu könnte ich allerdings... Genau, du wolltest einen Farm Tower weitermachen. Bisschen... Tesseract machen. Conduits. Wir werden die Stromkabel brauchen, wir werden die Item-Conduits brauchen. Die Kabel. Ja, wenigstens hat er einen Fluid Transposer noch da gelassen. Der kommt auch noch hier runter. Okay. Die Etage, da kann halt was anderes hin oder so. Ja. Wie ist das? Wie ist das Frame? Ja. 13k Plutonium. Können wir fast einen Nuke bauen. Nein. Ja. Er hat noch nicht alles durchgejagt, so wie es aussieht. Arbeitet auch nichts mehr, also. Ja, die Dia-Org kann man doch auch in den Pulverizer hauen, oder? Normal ja. Normal. So, wie viel brauchen wir denn an Polarizern? 4 Stück reichen, glaube ich, oder? Die sollten reichen. So. Haben wir noch das, die Lavamaschine haben wir noch hier hinten, ne? Da alles noch da sein. So. Dann haben wir die. Basic. Einmal. Zweimal. Ja. Hey, die wird hier gar nicht mit reingesaugt. So, Tin habe ich. Shiny ist auch noch 34 drin, dann brauche ich jetzt nur noch. Ah, es könnte eng werden. Enderium. Wo ist denn so. Enderium, Alter? Ich finde Enderium nicht. Gib's doch rein. Enderium Base will ich nicht. Enderium. Da. Ingots. So, Casting Frame.
Silber, Tin und Shiny. Okay, also wir haben nur Silber ja drin, okay. Silber. Nee. Silber. Why is it dead? Also da, die ist jetzt erst einmal durchgelaufen, hat auch schon ganz schön viel gebracht, ne? Die Query. Ja. Ist echt krass. Ja. Na du kleiner Babo. Ah ja, vier Stück wollten wir ja behalten. Ich kann jetzt rein theoretisch den Harvester hier hochpacken, oder? Oder willst du hier für Bäume lassen? Also Bäume haben wir erstmal genug. Ja, ich meine, ich habe noch ein paar Harvester, also das ist nicht das Problem. Ja, das erste reicht das erstmal. Ah, ich habe keinen Planter mehr, sehe ich gerade. Planter. So. Boah, das müsste jetzt... Das haben wir. No. Zack. Oh. Was denn? Ich habe gerade 34 Koppelgears gemacht. Uff, hau mal da. Es ist halt so geil, wenn du bei den Sachen hier... Oh, muss ich mal anschließen? So. Hey, bloß meine ganzen... Habe ich nicht mehr... Ich habe so viel Kabel sonst immer gehabt. Was für Kabel brauchst du denn? Strom. Ich habe noch 45 Stromkabel. Falls du die brauchst. Ja, ich kann auch die kleine nehmen, das ist nicht so schlimm. Mm. So, Item. Gut. Haben wir da. Oh mein scheiß Export was. Item und Strom, mehr brauche ich nicht, ne? Das ist echt der Wahnsinn, wie ich das jedes Mal immer verhaue. Was? Ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Ein Export pass und ein Import pass. Ich muss immer wieder nachgucken. Na, Import, er importiert ins System. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Export, er exportiert aus dem System. So. Geht das alles schon mal in die Kiste rein? Und Redstone-Signal bitte. So, Tin hat er... Es ist halt die Frage, wie machen wir das jetzt? Gleich wieder ins System rein, oder? Was? Den Pullweiser, also bei den Pullweisern jetzt so? Klar. Also wieder ins System rein? Klar. Hm. Gucken, wo ich die anderen da hinstelle. Silber, Shiny und Tin. Können da drüber setzen. Was könnte man machen? Irgendwie will der hier nicht. Shiny ist genug drin, Tin ist eigentlich auch genug drin. Ach, Silber fehlt mir schon wieder. Was macht der mit dem ganzen Silber? Eigentlich nichts. Der macht Elektrum draus. So viel Elektrum brauchen wir zwar nicht, aber naja. So, was braucht man denn? Lol. Import, Name Import. Die nehmen wir auch mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Look jetzt, umwandeln. Ah, jetzt. Na, klappt's bei dir. Enderium. Ja, so halbwegs. Ich will aber so Enderium machen, damit ich Tesseract bauen kann. So, Shiny habe ich mehr als genug drin. Tin habe ich noch eigentlich genug und Silber eigentlich auch. Dann haben wir ein bisschen Tin, dann kann man noch ein bisschen... Ei, ei, ei. Weil das Problem ist nämlich, uns geht nämlich immer das Resonant Ender aus. So, rein theoretisch klappt das jetzt mit den Polarizern. Glaube ich nicht. Ne? Keine Ahnung. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Kann man das eigentlich auch gleich so mal rausnehmen? Ja,
Ich weiß nicht, ob du das kannst. So. Shift. Jetzt können wir locker einfach ganz locker Shift drücken und dann geht das schon. Wusstest du auch, dass man aus einem Drum auch in den Fluid Transposer einfüllen kann? Ja. Du nicht, oder? Nee. Also wenn du den Drum da reinschmeißt. Man kann doch die Conduit-Teile auch beschleunigen, oder? Ja. Mit Item... wie heißen die? Item... Ah, Item Conduit Speed Upgrade. Item Conduit Speed Upgrade, ja. Wie viel reicht denn da eigentlich? Maximal 16 Stück jeder. Wie viel hast du mal drin gehabt? 4. Ja. Warte mal, die erstmal noch. Zack. Also 4 reicht in der Regel, das ist mehr als genug. In der Regel? Also einmal im Monat, sagst du? Ja. Ui. Sind hier schon welche drin? Nee, hier sind noch keine drin. Zack. So 60 Ingots. Ist die Frage, wo machen wir jetzt die Furnace jetzt hin? Wie das jetzt verarbeiten? Keine Ahnung, das ist deine Entscheidung. Ja, das ist jetzt echt... So. Wir haben schon mal die... Ich brauche Blöcke. Blöcke? Blöcke. Block, block, block. Ich mach gerade Imperium. In warst du das? Ja, ich muss sogar. Weil wir kein Imperium mehr haben. Ich hab ein Jetpack aus. Muss runterhüpfen. Sobald ich springe... ist das ziemlich kalte. So, können wir das da oben hin tun? Theoretisch. Ich bin eigentlich auch blöd, ich brauche gar keine Enderium, ich brauche doch eigentlich nur rein theoretisch das Resonant Ender. Ja. Für die... wie heißen sie? Tesseract. Also machen wir das. Das ist ein Zeitpulver, das fehlt noch ein Redstone Furnace oder was? Pulver weg. La 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 la. Ja, oh, geh durch die Tür durch, Mann. Habe ich kein... Nein. Ne, habe ich auch nicht mehr. Der braucht 3K, Alter. Hoffentlich mal ein wenig schneller auf. Was machst du denn? Nix. Hallo. Hallo. Ich gehe wieder. Wieso? Och. Oh, Clay. Oh, Clay haben wir jetzt auch genug. Keine Ahnung. Wer macht einen Clay? Also der Teil, der Ding. Das Sludge-Teil. Das Look. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann mal eine Spitzhacke gehabt. Ja, meine alte, die ist ja schon draufgegangen während des Umbaus. Das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, bis ich das fertig hatte. Ah. Aber jetzt müssen wir noch was craften, ganz kurz. Oh. Aber jetzt kein... Hardened Glas. Ob sie... Ey, wie viel 64 Koboldohr haben. Hardened? Ich bin gerade überlegen, wie ich das hier mache. Also ich werde hier oben eh wieder ein bisschen hinsetzen, okay. Das stimmt schon, passt schon. So, brauche ich jetzt... Brauche ich rein theoretisch auch nicht gießen oder sowas. Wie viel Liter haben wir denn?
Bitte? Au, 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 das ist ja eng mit Lied. Zack und zack. Ja, was wollen wir denn jetzt hier hinten halt hinbauen? Wo? Da, wo es jetzt ziemlich abgenommen hat. Ja, da fällt schon irgendwas ein. Was soll ich hinballern? So. Okay, dann können wir jetzt einen Tesseract nehmen. Ah, wisst ihr? Was? Denk dran, der braucht doch Strom, ne? Der kriegt er gerade von mir. Alter, was nimmst du für Kabel? Ja, die reichen doch. Eieiei, okay. Ja, nimmst du doch. Ja, die reichen doch wieder oben. Kriegst du noch einen Tesseract da unten? Leute, macht Alarm und schon geht das ME aus. Ja, das ist das ME Ausnüchterungsalarm. Was? Was für ein Alarm? Ausnüchterungsalarm. Ah, ist blöd. Amy hat keinen Saft mehr. So, was haben wir denn für Büsche hier unten? Heißen einfach Busch, ja. Also wir können machen Copper, Aluminium, Iron, Tin und Gold. Ja. Alles, was wir haben. Im Endeffekt. So. Oh. Ich brauche jetzt rein theoretisch erstmal noch Dirt. Dirt. So. Mein Rezept ist weg. Verdammt. Haha. Zack, zack. Und ein Diamant. Zack. So. Ja, weil irgendwann kommen ja dann auch noch die ganzen Büsche da von den, von diesem anderen Mod. Wenn du weißt, was ich meine. Keine Ahnung. So, so. Ja, hier von dem Mod, wo ich hier diese komischen Blumen, die Farben und so machen kann. Achso, ja gut. Moment mal. Wie kriegen die jetzt hier oben Strom? Zu Null alles mit Battle Rock. Nix! Warum? Weil die beiden Tesseracts sollen so gesehen für den Kreislauf hier halt sorgen. Wenn ich jetzt noch einen dahin setze, so, geht's Käse aus. Best. Fuck. Ah ne, geht ja. Geht das eigentlich? Die von unten abgesaugt. ME Import Pass. Ja, nicht gereicht, davon noch welche? Iron. So, also rein theoretisch, wenn die jetzt alle gewachsen sind, dann gibt's hier Iron Nuggets. Muss der Bohnen draufhauen. Ne, Quatsch, oder? Nee, muss ich gießen. Mit einer Can. Gut, dann aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Was ein Lappen. Bis morgen.